Hey Leute, ich habe geschrieben, dass wir Kubikov aus dem Gefängnis holen müssen. Wir haben einen Kubikov-Klon und wir schießen jetzt schon seit 2 Monaten mit diesem Idioten. Wir können diesen Kubikov überhaupt nicht leiden. Also wir haben beschlossen, den normalen Kubikov zu holen. Wir tragen eine Gefängnisuniform, damit wir nicht erwischt werden. Und wir haben Werkzeugtaschen dabei. Also, Glentik, bist du bereit? Natürlich, wir müssen ihn retten. Wir müssen ihn retten. Das ist doch Kubikov. Die Wäsche schläft schon wie immer. Kubikov! Ihr seid nicht wegen mir gekommen? Bitte rettet mich, bitte rettet mich! Leute, ich bin so froh, Leute! Leute, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Bitte rettet mich, bitte rettet mich! Jetzt ganz ruhig, wirklich ruhig. Komm. Ganz ruhig, du Trottel, geh weg. Schnelle Leute, schnell. Geschlossen. Leute, was sollen wir tun? Jungs, wir müssen los. Belüftung. Klar, Leute, wir müssen fliehen. Wie können wir entkommen? Durch den Lüftungsschacht. Okay, Leute, schaut mal. Da sind Schrauben. Oh, ich hab auch einen. Mach sie auf. Schnell. Mach noch ein kleines Stückchen. Komm schon. Schneller, Leute. Kubikov, schneller. Leute, lasst da bolzen. Kubikov, kannst du schon die Freiheit riechen? Ja, ihr Jungs, ich hab auf euch gewartet, Jungs, ich hab auf euch gewartet. Geh, Glenn, komm schon. Hier sind Spinnen. Glenn, es gibt einen anderen Ausweg. Komm schon, beeile dich. Scheiße, Glenn, mach schneller, Alter. Sei doch mal still. Hat hier überhaupt schon mal in diesen Schlupf gereinigt? Ich glaube nicht. Nicht seit der Eröffnung dieses Gefängnisses. Also Leute, wenn das so ist, müssen wir ein Cardboard Prison Escape Challenge Video machen. Kubikov, wir haben beschlossen, dich zu retten. Ich bin schon seit 2 Monaten da drin. Ich weiß nicht einmal, wie viele Abonnenten wir auf dem Kanal haben. Wir haben schon 20 Millionen Abonnenten. Dein Klon hat genug von uns. Er ist so dumm. Deshalb sind wir hinter dir her, damit Kubikov in seinen Videos nicht mehr dumm ist. Leute, vielen Dank. Lasst uns abklatschen. Leute, ihr fragt ständig, wie wir so viele Videos machen. Ihr habt das Geheimnis herausgefunden, weil wir Klone haben. Und da es doppelt so viele Vlads gibt, müssen wir auch doppelt so viele Likes bekommen. Wie auch immer, seid nicht faul, like dieses Video und los geht's. Also habt ihr Ideen, schauen wir uns um. Ich sehe eine Tür. Aber sie lässt sich nicht öffnen. Schau mal, hier hinten ist noch eine Tür. Und da. Und noch eine Tür. 4 Türen. Sollen wir uns anhören, was dahinter ist? Also. Nein, definitiv nicht diese Richtung. Nein, Leute, das ist definitiv nicht die richtige, Glenn. Leute, das ist überhaupt keine Tür. Das ist nur ein Klebeband. Es gibt also 3 Türen. Die letzte Tür. Was ist los, Lados, hä? Ich kann nichts hören. Vielleicht sollen wir durch das Schlüsselloch schauen. Da drin ist ein Raum. Da gehen wir hin, Jungs. Hol die Schaufel, Kubikov. Hier, bitte. Oh, Jungs. Luftballons. Kugel mit Styropor. Was ist das für ein Raum? Komm schon. Leute, da ist ein Schloss. Denkt logisch nach. Man braucht immer einen Schlüssel für ein Schloss. Vielleicht ist es irgendwo in diesem Pool versteckt. Es gibt normale Bälle hier und eine große Menge Tennisbälle. Ich schlage vor, wir überprüfen erst die normalen Luftballons. Okay, es ist niemand hier. Da ist nichts drin. Leute! Der Schlüssel! Oh, großartig.
Leute, ich sehe da den Anfang eines Hindernistunnels. Ich muss wohl klettern, glaube ich. Ich gehe jetzt rein. Schneller, 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 schneller. Ah, Mist. Was ist da? Da ist eine Skullspur. Beeil dich, Vlad. Ah, es klebt an meinen Haaren. Vlad, beeil dich. Ich versuch's. Leute, hilf mir, ich werde geflutet. Komm schon, hin, schnell. Jo, gleich wird's wehtun. Oh Mann. Leute, danke euch, aber ich gehe nicht noch einmal als Erste in den Tunnel. Ja, Mann, und das wirst du auch nicht, weil wir haben hier drei Tunnel. Mist, was habt ihr für Ideen? Leute, ich habe das schon im Film gesehen. Wir müssen uns aufteilen, Alter. Ja, ich habe sowas auch gesehen. Die Charaktere teilen sich auf, um Zeit zu sparen und schnelleren Ausweg zu finden. Aber in allen solchen Filmen sitzt einer der Helden bestimmt in der Falle. Und die anderen beiden müssen ihn befreien. Mann, Leute, das ist echt gruselig, ey. Ich will mich nicht aufteilen. Leute, es gibt keinen Ausweg. Also, wir teilen uns auf. Ich gehe in die Richtung. Mann, Glenn ist so mutig. Also jetzt pass auf, Alter. Du gehst da rein und ich geh da rein. Okay. Wow. Was sind denn das hier für Knöpfe? Oh Mann, hier passiert überhaupt nichts. Hier gibt es irgendeine Tür. Aber ich sehe kein Schloss an ihr dran. Also ich glaube, die muss automatisch sein. Ich muss mir überlegen, wie ich sie öffne. Okay. Wir müssen versuchen, irgendwie an den Sicherungskasten zu kommen. Ich habe so eine Zange dabei. Wir haben nur sehr, sehr wenig Zeit. Oh, Leute, ich habe es fast geschafft. Was ist das denn? Also, wir haben hier irgendeine Tastatur. Versuchen wir mal eine Art Befehl zu schreiben. Öffnen. Wie wäre es vielleicht mit Start? Auch nichts passiert. Okay, mit der Tastatur wird es nicht funktionieren. Also, wir haben hier einen ganzen Haufen verschiedener Drähte. Ich habe keine Ahnung, wohin die überhaupt gehören. Also, ich sehe hier zwei Drähte. Einen roten und einen roten. Beide sind am Ende lose. Also versuchen wir sie mal zu verbinden. Vielleicht klappt das ja. Also hoffen wir es mal. Also komm schon, komm schon. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Okay, uns läuft schon die Zeit davon. Also wir müssen weitergehen. Was ist das? Oh, wow! Was ist das? Da drin ist noch ein Raum. Ich denke, sich aufzuteilen war wirklich keine gute Idee. In Filmen geht es nie gut aus. Okay, kein Grund zur Panik. Was sehe ich denn da? Das ist ein Lüftungsschacht. Okay, es ist geschlossen. Die Gitter sind aus Metall. Es ist unmöglich. Das muss der Aufzug sein. Knöpfe. Aber er hält nicht an. Ich muss das überprüfen. Habt ihr das gehört? Der Aufzug bewegt sich, aber hält nicht auf meiner Etage. Das heißt, der einzige Weg ist durch das Gitter. Aber wie komme ich da rein? Vielleicht habe ich eine Art Werkzeug da. Klebeband, ein A4-Federmäppchen, ein Klebeschrift. Nein. Wir sollen es mit Sandpapier versuchen. Mann, Leute, das wird ewig dauern. Das kommt nicht in Frage. Das Dach. Was ist das? Oh, Leute, das ist ein Aufzugsschacht. Es geht drei Stockwerke hoch. Irgendwelche Drähte? Ich habe eine Idee. Fahrstuhlschacht, Fahrstuhl. Los geht's! Wie kann ich das benutzen? Ich habe eine Idee, Leute. Okay, ich habe etwas. Wow, das ist Kraft. Okay, Leute, versuchen wir den Seil auf das Gitter zu wecken. Rufen wir den Aufzug und das Gitter sollte herauskommen. Okay, Seeknoten. Alles klar, der Moment der Wahrheit. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Habt ihr gesehen, Jungs? Neuer Zug. Meine Reise fängt gerade erst an. Okay, unser Abenteuer beginnt. Vermasselt es bloß nicht, aber es ist verdammt gruselig. Verdammt gruselig, Alter. Also, was ist das hier? Eine Bibliothek? Das sind ein paar Bücher drin.
Okay, ich bin nicht an Büchern interessiert. Ich bin mehr an dieser Tür interessiert. Scheiße, ich sehe nichts. Keine Schlüssel, kein Schloss. Sieht aus, als wäre sie automatisch. Ich kann nicht einbrechen, denn zumindest hatten die Jungs etwas dabei und ich habe nichts. Richtig, wir müssen von der anderen Seite betrachten. Wie in den Filmen. Könnte etwas Logik gebrauchen. Was könnte ich hier noch sehen, Alter? Ein Stift. Er ist durchsichtig. Vielleicht steht irgendwo auf dem Griff eine Nachricht, die ich lesen und die Tür zu öffnen. Dazu muss ich das Licht ausschalten. Mal sehen, was wir haben. Also, Licht ausmachen und los, Leute. Schau, da ist etwas. Es war einmal ein Wörthof in der Basin Street. Nun, das ist Marshak. Vielleicht sollten wir ein Buch finden. Oh, Marshak. Und? Sonst noch etwas geschrieben? Mein Onkel ist von der schönsten aller Regeln. Das ist Pushkin. Nehmt das Buch weg und Pushkin ist da. Schau, und was noch? Sag mir, Onkel, war es nicht umsonst, dass Moskau vom Feuer verbrannt den Franzosen übergeben wurde? Nun, das ist Lermontov. Achmatova? Nein, wir brauchen Lermontov. Lermontov, die Tür ist noch verschlossen. Das ist eine Innenschrift. Gott schickte ein Stück Käse zu einer Krähe irgendwo. Gut, wir haben Krylov. Ich suche nach einem Buch von Krylov. Okay. Krylov. Also, was haben wir hier? Marsha, Krylov, Lermontov, Pushkin. Die Tür öffnet sich. Ich hab's, das war das Codewort. Also gut, lassen wir alle stehen und liegen und gehen weiter. Was ist denn hier drin? Also, wir brauchen Schlüssel und wir brauchen eine Tür. Irgendwas. Okay, also die Tür kann ich schon mal sehen. Aber ohne Schlüssel kriege ich sie nicht auf. Oh Mann, Leute, sieht so aus, als müssten wir wirklich in die Toilette tauchen. Ich würde das echt nicht gerne tun, aber die Zeit läuft aus. Also, fangen wir an. Also, hier gibt's keinen Schlüssel. Dann gehen wir weiter. Und hier haben wir einen ganzen Pott voller Instant-Nudeln, Leute. Sie sind sogar noch warm. Und was haben wir denn hier? Was ist das? Ich will da nicht reingreifen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Und es fühlt sich echt nicht gut an. Schaut euch das mal einfach an, die Farbe. Ah, das ist ja Schleim. Also, wartet mal. Ich habe hier etwas gefunden. Oh, das ist ein Laser. Ich kann versuchen, die Tür mit einem Laser herauszuschneiden. Also, lass uns versuchen, das zu machen. Leute, wir müssen jetzt dringend etwas machen. Also, die Tür lässt sich nicht so einfach öffnen. Also, es gibt nur einen Weg. Man muss versuchen, sie einzutreten. Los geht's. Ich hab's geschafft. Wo bin ich denn hier nur? Ich nehme an, das ist das Büro des Direktors. Oh, das bin ich. Oder besser gesagt, das sind wir alle. Also, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Also irgendwelche Papiere, also irgendein Tipping, also irgendwelche sehr wichtige Papiere. Oh. Oh, der Wachmann schläft hier immer noch. Das bedeutet, alles läuft sehr gut, Leute. Was haben wir denn hier? Wie kommen wir denn von hier heraus? Wow. Das ist der Waffenraum! Mann, Abonnenten, vielen lieben Dank an euch, dass ihr uns auf diese Reise inspiriert habt. Wenn wir euch nicht hätten, wären wir gar nicht hier gewesen, um Kubikov zu retten. Und danke für eure Kommentare. Leute, wenn ich aus diesem Gefängnis rauskomme, verspreche ich euch, dass ich alle Kommentare lesen werde. Lasst uns schreiben, lasst uns kommunizieren. Okay, sehen wir uns mal um. Was ist hier drin? Fortnite Blaster! Wasserblaster! Wow! Steinschleudern! Minecraft-Schwerter! Das sind ganz schön viele Waffen! Ich liebe Waffen, Leute! Okay, hör auf! Ich bin vollgepackt! Das ist kein Scherz! Kein Ablenk! Ich muss mich auf die Flucht konzentrieren! Alles klar? Was ist hier drin? Was ist das? Oh, seht euch das an! Sogar ein Kind kann dieses Rätsel lösen. Ich muss die Zielscheibe treffen und dann wird etwas passieren. Jetzt muss ich einen richtigen Blaster auswählen. Das ist die richtige Größe. Diese Größe gefällt mir sogar noch besser. Weißt ihr, was das Tolle dran ist? Er braucht keine Batterien. Man lädt ihn so und ich brauche Munition. Ich glaube, so sollte eine Schachtel mit Munition ausschauen.
Oh ja, seht ihr die ganze Munition an? Seht euch die ganze Mission. Ich werde sie mitnehmen. Also, ich bin bereit. Die Tür hat sich geöffnet. Da vorne ist ein riesiger Tunnel. Leute, seht mal. Ich glaube, die Freiheit ist ganz nah. Wir müssen es beeilen. Ich frage mich, wie es Glenn und Kobikowski. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Wo bin ich jetzt? Cola? Bananen? Ich hab's, das ist ein Lebensmittellager. Da ist die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Lass mich nachdenken. Ich erinnere mich an ein Experiment aus meiner Schulzeit. Ich versuche es jetzt noch einmal und die Tür öffnet sich. Ich brauche Cola, Essig, Backpulver, Weinkorken, Klebeband und Teebeutel. Fangen wir damit an, ein wenig Cola zu trinken. Wir haben eine halbe Flasche Cola. Wir haben den Essig. Wir öffnen ihn. Geben ihn zur Cola. Dann nehmen wir einen Teebeutel, schneiden eine Schnur ab, öffnen ihn und gießen den ganzen Tee heraus. Wir brauchen das nicht mehr. Als nächstes nehmen wir Backpulver, geben es in den Teebeutel und binden den Beutel mit einer Schnur zu. So, Cola und Essig in dem Natronbeutel sind fertig. Jetzt probieren wir den Korken an. Er passt fast. Das Einzige ist, dass wir ihn mit Klebeband ein wenig abdichten müssen. Jetzt kommt der lustige Teil. Haha. Jetzt werde ich diese Konstruktion benutzen, um zu versuchen, die Tür aufzubrechen. Hänge einen Teebeutel auf und stecke einen Korken drauf. In Ordnung, versuchen wir es mit der Tür. Dreht die Cola um, schüttelt sie und... Hast du das gesehen? Ich bin nur erstaunt, dass es so ein Reinfall war, aber die Mission ist erfüllt. Wir gehen in den nächsten Raum, Leute. Okay, scheint niemand hier zu sein. Oh, wer ist das denn? Glantic, bist du da? Ja, ich bin hier. Wo bist du denn? Wo? Ich bin hier. Bist du hinter der Wand? Ja, ich bin hier. Okay, ich muss irgendwie zu dir kommen. Ja, komm schon, du bist ganz nah. Wo bist du? Ich bin im Zimmer des Gefängnisdirektors. Wow, ich bin in der Turnhalle, wenn ich es mir richtig überlege. Hier gibt es Handschuhe. Leute, wer macht Boxen? Treffe ich's richtig? Was für eine schwere Hantel. Oh, Lars, ein Stock. Soll ich ihn holen? Ciao. Oh. Also, treffe ich oder nicht? Hey, kannst du mal aufhören, Spaß dazu haben? Okay. Ideen. Denken. Leute, ich habe eine Idee. Ich habe etwas Klebeband in meinem Rucksack. Ich werde es brauchen. Und ich habe eine Hantel und einen Stock. Wenn man beides kombiniert, erhält man einen Vorschlagshammer. Nun, mit einem Vorschlagshammer kann ich jede Wand durchbrechen. Glantic! Was? Geh weg von der Wand. Okay. Es funktioniert nicht. Lass dir was anderes einfallen. Ich habe eine andere Idee. Wir müssen zurück in den Waffenkammer gehen. In die Waffenkammer? Also, Wasserblaster. Ich werde die Wand nass machen und sie dann in Ruhe einreißen. Los geht's. Was machst du denn da? Glenn, wir sind in einem Pubgefängnis. Ich habe einen Wasserwerfer und bin dabei, die Wand nass zu machen. Dann kann ich gleich zu dir gelangen. Genial! Hör mal, bei mir wird hier die Pappe schon langsam nass. Also, ich glaube, ich schaffe das schon. 1, 2. Oho! Glantic! Hallöchen! Oh, was ist das? Das ist das Zimmer des Gefängnisdirektors. Ah, oh, da sind wir! Mann, wofür? Vielleicht für die Übernahme von YouTube. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Ich bin gleich wieder da. In Ordnung, Glantic, lass uns verschwinden. Also schau mal, der Wachmann schläft immer noch. Also ist alles in Ordnung. Gibt's hier was Nützliches? Ist es ein Bauplan des Gebäudes? Oh mein Gott. Ich check's nicht. Leute, ihr sollt zur Schule und Universität gehen, um zu verstehen. Ich versteh's nicht. Oh, A4 Aufkleber. Wir müssen uns hier umsehen. Wonach schauen wir uns um? Wir müssen durch das Gitter raus. Wart, was ist das? Her. Steh dir es an. Oh. Hier ist irgendein roter Knopf. Ah, ein roter Knopf. Ganz ruhig. Bist du dir sicher, dass du... Ja, das will ich wirklich. Und ich glaube, es wird ein großer Fehler sein. Hör mal zu, ein roter Knopf im Zimmer des Direktors. Was hast du gemacht? Wir müssen hier raus. Der Aufseher will es uns gleich hören.
Oh, schau mal, er ist wach geworden. Wir müssen dringend hier raus. Grimm, bitte, ich werde ihm... Also, ich werde davon warten. Seil? Ja, ich bin in das Seil dran. Wir müssen es gemeinsam ziehen. Also, lass es uns gemeinsam zusammen tun. Auf drei. Auf eins, zwei... Und es knackt. Es hat geklappt. Los, los, los. Okay, Verbände. Watte, Wasserstoffperoxid, Handschuhe. Ich glaube, das ist eine Krankenstation. Hier ist eine Tür. Sie ist wieder zu. Was ist das? Noch eine Tür. Ach, das ist nur eine Pappe. Okay, wir müssen etwas finden, um diese Tür mit diesen Gegenständen zu öffnen. Watte, Handschuhe. Oh, ein Stethoskop. Frag mich nicht, woher ich den Namen kenne. Lasst uns hören, was hinter dieser Tür ist. Oh, ich kann die Jungs hören. Das sind Glenn und Vlad. Jungs, ich komme zu euch. Wir müssen diese Tür finden, bevor ich sie öffnen kann. Okay, Schlauch. Nein, ich verstehe es nicht. Handschuhe sind zur Sicherheit. Sieht aus, als wäre etwas im Erste-Hilfe-Kasten. Ach, nein. Also, eine Flasche Peroxid. Oh, ein Blutdruckmessgerät. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich die Flasche in meinen Ärmel stecke, anfange zu pumpen und der Druck den Korken herausfliegen lässt? Durch die Tür, Alter. Probieren wir es aus. Oh, der Korken ist rausgeflogen. Ich hab's geschafft. Seht mal, was mit der Tür passiert ist. Leute, ich komme jetzt zu euch. Ich komme, Leute. Was ist denn? Oh, Kubiko! Leute, ich komme zu euch! Oh, Kubiko! Aber was ist das für eine Sirene bei euch? Wir haben die Wache geweckt. Er ist schon in den Tunnel gerannt. Ja, komm mal schnell, Alter. Komm, wir gehen. Mach schneller, Mann. Wir sind fast zusammen. Leute, schnell. Kubiko! Endlich. Das könnte unser Ausweg sein. Wir müssen jetzt mit irgendwas herausschlagen. Leute, kommt her, kommt sofort her. Lasst uns die Säulen einreißen und dann die Tür mit der Säule einreißen. Klingt blöd, aber los geht's. Eins, zwei, drei. Ja, komm mal schnell, Alter. Eins, zwei, drei. Freiheit. Leute, los geht's. Wir haben es geschafft. Freiheit, Leute, ich bin so froh, euch zu sehen. Ich bin so froh. Hallo zusammen, mein Name ist Vladafir Gülyantseryoga. Und Leute, wir haben endlich auf die Gelegenheit gewartet, dieses Video zu drehen. 24 Stunden auf einem Fahrboot, Teil 2. Wir haben lange auf gutes Wetter gewartet und seht da, hier ist es. Und schaut dir natürlich unser Boot an. Wie ihr sehen könnt, ist es viel größer geworden, wie wir es euch auch versprochen haben. Ihr habt 3 Millionen Likes erreicht, also konnten wir es einfach nicht vermasseln. Wo alles größer geworden ist, gibt es jetzt noch einen neuen Teilnehmer. Willkommen, Seryoga, Alter. Ich verspreche, wir werden heute abhängen und lecker essen. Ich bin fertig. Und ich werde ein cooler Kapitän sein. Was? Nein, ich bin der Captain. Also das war's. Ohne zu reden, wir werden es herausfinden. Jeder von uns hat seine eigene Kamera. Und alle Details und alles, was passiert, festzuhalten. Steigen wir ein! Oh Mann, das ist ja echt stabil. Dann lass uns reingehen. Zum ersten Mal auf so einem Schiff. Hallo an alle aus der Kabine. So sieht es drinnen aus. Wir haben hier 2 Betten. Es ist auch eine Ladefläche. Und was haben wir denn hier in der Kabine? Hier ist alles viel geräumiger geworden. Und hier sind sogar Fotos von seiner letzten Fahrt auf dem Wasser. Vlad ist Nudeln, Grindit ein Video. Und hier schauen wir uns den Sonnenuntergang an. Es ist ein gefühltes Video. Jo, Alter, sag mir, was hast du denn hier zu essen mit? Das ist ein tragbarer Kühlschrank. Alles für eine richtige Party. Oh, Eis, wow. Cola, Sprite. Wählt, was ihr wollt. Jo, cool, Mann. Was magst du? Sprite. Ich habe eine Cola. Bist du verrückt? Fanta! Unsere lieben Abonnenten, schreibt es in die Kommentare. Was gefällt euch am besten? Sprite, Cola oder Vlad? Fanta! Leute, wie ihr schon wisst, wir sind hier nicht alleine. Wir haben hier ganze 2 Assistenten. Schaut hierher. Schildkröten. Früher hat man Tiere mit aufs Schiff genommen. Denn wenn man lange aufs Wasser fährt, wird man irgendwann echt einsam. Und Schildkröten sorgen für Gemütlichkeit. Schaut euch an, wie süß sie ist. Also, es reicht. Bring sie zurück ins Wasser. Und hier haben wir auch ein Logbuch, Leute. Nun, als Captain kümmere ich mich darum, das Protokoll auszuführen. Die Sekretär. Und weißt du die Uhrzeit? So circa 1 Uhr, 13:00. Die Lufttemperatur? Es sollte auf jeden Fall ein Thermometer auf der Straße geben. Das gibt es auch immer auf Schiffen. 30, wow. Wie viel?
30 Grad? Es fühlt sich überhaupt nicht so am Wasser an. Und eigentlich, Abonnenten, habt ihr bemerkt, was wir mitgenommen haben? Schaut euch dieses Video bis zum Ende an. Ich werde darauf fahren und mich hinmaulen. Nun, du hast es schon versprochen, du musst fallen. Ich schlage vor, wir machen eine Geschwindigkeit-Challenge darauf. Ich als Captain gebe die Erlaubnis. Schau, Glenn, lass uns das klarstellen. Der Kapitän ist ein Geisteszustand. Ja, ich bin der Captain. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde Koch. Ich werde versuchen, ein cooler Koch zu sein. Ah, so ein nice Koch, ja? Irgendwie, ja. Unsere nächste Messung ist die Wassertemperatur. Wie misst man? Kannst du dich bitte darum kümmern, Mann? Okay, jetzt schau ich mal. Vielleicht habe ich etwas. Du musst sagen, richtig, es wird so gemacht. Das ist richtig. Es wird getan, Kapitäne. Sag es ihm nicht, sag es mir. Ich bin noch der Captain. Kapitäne, Kapitäne, an beide. Er sieht das doch nicht ein, Mann. Also, ich schreibe. A4, Glenn, Sergei, habe jemanden vergessen? Niemand würde vergessen. Ich finde, es ist die perfekte Komposition. Das ist natürlich alles cool, aber ich habe überhaupt nichts gezeigt, was ich mitgenommen habe. Also, das erste und ganz wichtig, Mückenspray. Für den Abend ist es wirklich ein Like. Wassertemperatur. Ich versuche mal, mit dem Finger zu messen. Also, der Finger ist im Prinzip 36,6. Wenn das Wasser kälter ist, dann unter 36. Das Wasser ist definitiv kälter als 36. Außerdem habe ich meine Angelfähigkeiten verbessert, deshalb habe ich meinen Echolot mitgenommen. Du schmeißt es ins Wasser, es erzeugt ein Signal und zeigt dir auf dem Monitor entweder einen Fisch oder etwas Großes, was da rumschwimmt. Oder halt irgendeinen Müll, Leute. Ja, Leute, letztes Mal haben wir es nicht geschafft, einen Fisch zu fangen und das hat uns wirklich sehr verärgert. Deshalb haben wir uns heute erst vorbereitet. Was das Wasser betrifft, schreiben Sie, die Wassertemperatur liegt unter 36,6. Also die Lufttemperatur beträgt 30 Grad, wie schreibe ich dann, dass die Wassertemperatur unter 36 Grad liegt? Es ist wahr. Du schreibst. Du wirst nicht lügen. Also, ich als Captain stimme dir voll zum zu und schreibe minus 36 Grad. Also, als nächstes habe ich Klebeband mit. Also, wenn der Karton vom Schiff irgendwo reißt, dann brüllt ihr direkt Captain und ich sag dem Schiffsjungen, dass er alles schnell zumacht. Alles wird gut. Leute, wir haben doch sogar einen Hubschrauber-Landeplatz. Ich zeige es euch gleich. Also schaut, wir haben hier eine Treppe in den zweiten Stock. Man kann so hoch gehen. Nun, hier ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Nun, und eine Sonnenliege, damit man sich ein bisschen Sonnen baden kann. Leute, ich habe sogar einen Wasserfilter mitgenommen. Wo soll es eingefügt werden? Hier, also ehrlich gesagt habe ich die Anweisung nicht gelesen. Also und hier habe ich noch eine ganz normale Taschenlampe, nur für den Fall der Fälle. Übrigens, wir haben Kronleuchter. Genau, man hat die Lichter gegen solche coolen Leuchten ausgetauscht. Jetzt ist viel mehr Licht und auch von draußen. Wir sind bereits in der Mitte des Sees. Lass uns den Anker auswerfen. Oh, das liebt man als Captain natürlich richtig. Ich denke, um Kapitän zu sein, muss man nicht jedes Mal mit allen drüber reden. Sieh sie, ich habe es nur einmal angedeutet und das war's, das reicht. Hey, du Schiffsjunge, der Befehl vom Captain ist es, vor Anker zu gehen. Also, komm her und mach es. Ja, ja, ist okay. Ich erlaube es. Also wie? Koch, geh und mach das. Los. Okay. Lass mich dir helfen, Seruga. Es ist schwer. Ich bin wie ein echter Kapitän. Ruhig. Oh, hast du es gespürt? Gibt es eine Dehnung? Ja. Also segeln wir nirgendwo hin. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir sind offiziell in der Mitte des Flusses und werden hier 24 Stunden im Pappboot bleiben. Wuhu! Achten wir doch noch einmal drauf, dass wir auf einem Pappboot uns befinden. Aus Pappe, aus Pappe, aus Pappe, aus Pappe. Das hier ist auch aus Pappe. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, wie viel das gekostet hat und wie lange wir es gebaut haben. Also Leute, gebt uns bitte dafür ein Like, ein heckes, fettes Like. Ich bitte euch wirklich, es ist ein schweres Video. Wir nehmen es auf und es ist so cool hier. Also, gebt es auf jeden Fall ein Like. Wenn dieses Video viele Likes bekommt, dann werden wir wissen, dass es alles nicht umsonst war. Nun, lass uns gehen, Seryogo, und schauen, was in deinem Sack ist. Lass uns gehen. Eine Ratte auf dem Schiff! Eine Ratte auf dem Schiff! Sergej, zeig mir, was du da hast. Becherchen, damit alles kulturell ist. Ja, Gläser sind immer sehr gut. Chips, wie wäre es mit kleinen Chips? Es gibt 3 tolle Feuerwerkskörper, um eine Party zu schmeißen. Übrigens, hier, Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Ich drehe die Seite hier um und hier steht, Glenn ist der Captain. Von der Seefahrgesellschaft unterschrieben. Aha. Was? Die Handschrift ist doch dieselbe. Mit der linken auch geschrieben. Also, wenn du nicht einmal den offiziellen Schreiben glaubst, dann weißt du ja, was du für ein Mensch du bist. Nur, hier sind ein paar Partydekorationen. Und das ist mein Hawaii-Hemd, das meine Stimmung bestimmen wird. Okay. Hör zu, ich mag diese Innovation irgendwie nicht. Ja, wir hatten hier eine ernsthafte Veränderung. Und hier ist... Partyhüte? Hast du Feuerwerk mitgemacht? Nein, aber ich habe ein Karaoke-Mikrofon mitgenommen. Nun habe ich alles. Also irgendwie denkst du nicht, dass es nicht genug ist? Sag mal, wann gibt's was zu mampfen? Wie sollst du... Nun, ich werde kochen und du wirst den Fisch fangen. Man sagt, wenn man einen Fisch selber fängt, dann soll er besser schmecken. Bevor ich euch zeige, was in meinem Rucksack ist, vergiss nicht, wir haben hier unten und hier unten noch eine Menge Zeug. Leute, ich habe meinen Rucksack im Winter noch zusammengesammelt, weil die Abonnenten in die Kommentare geschrieben haben, nehmen sie den zweiten Teil des Schiffes auf. Ich denke, ja, ich habe meine Sachen. Ich habe darauf gewartet, dass die Sonne runtergeht. Also ich habe sogar irgendwie vergessen, was ich hier habe. Ah, Baro.
Unterhose? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Sie werden? Ah, niemand hat dran gedacht, oder? Warum hier die Hände abwischen? Wir sind in der Natur. Ah, auf einmal da und gespült. Ah, okay. Das ist die echte Macht. Und wie funktioniert's? Von Strom. Was wir anscheinend nicht auf dem Schiff haben. Das ist eine Druckration, falls das Essen komplett ausgeht. Außerdem habe ich mich um unsere Sicherheit gekümmert und eine Signalfackel mitgenommen. Wenn wir stecken bleiben oder irgendwo weggedrängt werden, und die Hilfe wird zu uns kommen. Daran habe ich nicht gedacht, dass wir stecken bleiben können. Das ist wirklich mega cool. Das ist gut für eine Party. Die Sonnencreme, Leute. Ich rate euch, ein Gesicht, Hände und Hals anzuschmieren. Das ist kein Witz. Die Sonne spielt jetzt verrückt. Und jetzt bin ich eine komplett unabhängige Person. Wir müssen die Batterie schonen, sonst ist vom Winter wenig Energie übrig. Leute, was haben wir denn hier drin? Und das ist das Interessanteste. Also legen wir los. Sergei, hilf mir bitte. Sergei, das ist deins. Nein, nein, das ist hier deins. Das ist deins. Warum zum Teufel er? Warum er? Und weil du der Erste warst, also du lässt es machen. Ah, verdammt! Und du hast noch eine Herausforderung vor dir. Lass Vlad erstmal probieren. Wie sieht's aus? Die steht dir überhaupt ja, nicht. Ja, sag es mir. Also das ist für die Sicherheit, für den Gesundheitsschutz, damit sie uns nicht verschimpfen. Sessel, Verbandkasten. Erste-Hilfe-Kassen aus Karton? Das ist eine Art... Glenn, das glaube ich gehört dir. Hey, hey, sei vorsichtig da. Alles, alles, alles. Oh, Großvater Seth. Gehen wir auf die andere Seite. Also, den Blauen haben wir uns angesehen. Sehen wir uns jetzt den Roten an. Oh mein Gott, wie viel hier alles ist. Nudeln, Tomaten, Orangen. Mein Lieblingskäse sogar. Flammenbrot, verdammt nochmal, wie schön. Sogar Tee. Kissen, 3 Schlafsäcke. Warum hast du Fabian Rauch mitgenommen? Nun, ich dachte, es wäre cool, Fische zu werfen. Sie bekommen solche Angst und werden... Hey, 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 du wirst mir niemanden erschrecken. Ich will die Fische noch heute fangen. Das ist ein Ofen hier, genau hier. Haarbürste. Was für eine Haarbürste? Das ist zum Fleisch umdrehen und du machst dir jetzt in die Haare. Also, machen wir hier mal zu. Das hier ist die Kombüse. Meine Abteilung. Leute, ihr habt noch gar nicht gesehen, wie das draußen ist. Das ist mega cool. Also, was haben wir denn hier? Wir haben draußen ein Trockenbecken. Jetzt wollen wir überprüfen, wie tief es ist. Nun, nicht viel, kurz gesagt. Tief, aber hell und schön. Also, hinter dir sind 2 Ruder, eine Bürste, ein Netz und ein Fischhaken zum Fischfangen. Und hier ist eine coole Angel. Ich möchte in den 2. Stock gehen und sehen, wie die Aussicht ist. Okay. Ja. Oh Mann, das ist echt beängstigend ja. Hier. Übrigens, schau, hier ist etwas. Zum Chillen können Sie sich hinlegen und sonnen. Er will sich immer nur hinlegen. Schaut euch doch nur an, wie schön es hier ist. So schön, so cool. Was ist mit meinem Basketball? Yo! Es gibt auch ein Lenkrad. Lenkrad? Er hat fast die Kapitänsprüfung abgelegt. Also übrigens, da hinten im Schrank ist ein Seil. Das kannst du an den Ball binden, damit er nicht im Wasser fällt. Und dann bist du mir nicht rausholen. Nun, ich bin nicht krumm. Es wird nicht wegfliegen. Ja, schmeiß mir den Ball. Es ist nicht weggeflogen. Nun, hier würde kein Seil helfen. Also Leute, und da steht noch ein Grill. Da werden wir später meinen Grillkäse machen. Also, was haben wir hier noch? Oh, Leute, irgendetwas ist nicht gut für mich. Was ist los, Mann? Was ist mit dir los, Seruga? Übelkeit! Er ist krank! Hier, leg dich hin! Sieht so aus, als hätte die Seekrankheit doch begonnen. Was sollen wir tun? Ihnen helfen! Bring das Klebeband, das silberne Klebeband. Es ist notwendig, den Nabel zu kleben. Ich habe es in TikTok gesehen. Was? Ja, da klebt man seinen Bauchnabel zu. Armer Kerl, geht es echt schlecht. Wir haben den ersten Hilfekasten. Komm, geh zurück. Seruga, warte, warte. So. Also, hier haben wir ein Armband gegen Reisekrankheit. Also, ein Akupunkturarmband. Alles also, ist richtig, komm schon. Also. Was ist das? Warum brauche ich ein Armband? Das ist ein Armband gegen deine Seekrankheit. Verdammt, dann gib gleich den Löffel ab. Oh, ihr müsst wieder schlecht. Wir brauchen Pfefferminzbonbons. Ich habe sie als Kind immer gegessen. Das ist wirklich ein wirksames Stück gegen Reisekrankheit. Komm schon, Bro, du musst das essen. Was ist das? Was für Pfefferminzbonbons? So ist gut, so sollte es sein. Das sollte auf jeden Fall helfen. Wir haben schon 3 Methoden ausprobiert. Nun ist es besser? Nun, es scheint so. Komm schon, steh auf, Koch. Du musst kochen. Was soll das? Okay. Ja, Seruga, natürlich hast du uns etwas nervös gemacht. Es ist in Ordnung. Ich werde jetzt wieder normal. Ich denke, wir sollten Seruga die Aufgabe geben, den Feuer zu starten. Und wie viel, um es zu züchten? Ja, damit es brennt, Mann. Damit es warm und heiß ist. Ah, es war eine Metapher. Ich hab's. Schau her und konzentrier dich auf meine Finger. Ja, schlechtes Verhalten, Diebstahl, schaut euch das an. Ich habe nur das genommen, was mir auch zusteht. Du hattest eine Macht, die dir nicht zusteht. Und eigentlich habe ich diese Diskussion satt, bist du der Kapitän oder ich der Kapitän bin. Lösen wir das in der Challenge. Komm schon. Wer unser Boot auf diesem Ding schneller umrundet, ist der Kapitän. Was ist Ihre Herausforderung? Wir werden um Kapitänstelle streiten. Dann lassen Sie mich den Richter sein. Okay, dann bist du der Richter. Jetzt werde ich meine Badehose wechseln. Oh,
Seroja, hänge mich ab! Es wird geschehen, Kapitän! Hier hast du es, bin jetzt an dein Bein. Ich binde meins auch direkt an. Also, stellt euch hier auf. Jetzt fangt ihr zwei an. Ich werde der Richter sein. Also, hier. Wir sind uns einig. Einmal um das Boot herum, beginnen und beten sich hier. Starte in 3, 2, 1, los geht's! Also, da, Glendick, in diese Richtung. Glendick, schwimmt! Ich klettere höher, schau! Ja, check. Ich bin der Kapitän! Okay, du kannst die blöde Mütze haben. Und das kann Glenn nicht. Kann so. Beweis es. So, ich stehe so. Und jetzt Runde. Easy peasy, kein Problem. Schnapp dir die Spanne. Glenn ist ertrunken. Sie wurde an deinen Beinen gefesselt. Oh, verdammt, was ist da mit mir los? Nun, Vlad, rette mich hier. Ich als Kapitän vertraue als meinen treuen Matrosen. Alles wird gut gemacht. Ein echter Kapitän verlässt sein Schiff nicht. Das verstehe ich. Hi, Glend! Hinter dir ist ein Hai! Glend! Alter, wir sind doch am See. Alter, wir sind in Weißrussland. Was? Es gibt keine belarussischen Haie? Nur wir. YouTube-Haie. Jetzt Glends lächerliche Versuche, auf sein Boot zu steigen. Kletter. Warte mal. Wir machen es fest. Ja. Gib mir deine Hand. Das ist klar. Also, das war's. Ich ging zum Grillen. Und ich werde auf die Jugend aufpassen. Festhalten. Also, hier ist ein Kohlenbecken. Jetzt wollen wir sehen, wo wir Kohle haben. So. Wir streuen. Die Kohle ist jetzt vorbereitet. Und meine Hände sind auch ganz schwarz. Übrigens, eine interessante Tatsache. Ich habe eine Traube zu den Schildknöcheln geworfen. Und was denkt ihr? Sie haben die gefressen. Kapitän. Was los, Matrose? Hast du den Kapitän gerufen? Also, ja, wir haben Probleme. Das Deck ist verstopft. Sie muss abgeholt werden. Was meinst du? Alles Kohle? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Welche Möglichkeiten gibt es? Nun, normalerweise machen das die Kabinenjungen. Ah, jetzt spannen wir ihn an. Junge, hier ist ein Job für dich. Ja, ups. Komm raus! Was? Komm schon raus! Serioga braucht dort Hilfe! Ja, gleich! Sonst werden wir ohne Essen und ich werde Streichholz suchen. Was soll ich denn putzen? Ja, komm schon! Oh Mann, Alter! Kannst du nicht vorsichtiger sein? Ich werde die Jungs bei der Arbeit am Schiff zusehen. Warum streust du so die Kohlen überall hin? Weißt du, wo sich die gleich reinschüttle? Das sind vielleicht keine Kohlen. Da spült Sand vom Ufer. Soll ich das riechen, um mich zu vergewissern, dass es wirklich Glut ist? Nun, wenn Sie wollen, riechen Sie daran. Hey, ich habe dich gebeten, das nicht zu machen. Warum kannst du nicht auf mich hören? Also, Leute, was ist das für ein Chaos? Komm schon, du räumst auf. Du kochst. Was für ein Aufstand auf dem Schiff. Hier, mir gleich hier. Serioja? Ja, ich helfe gleich der Sache. Also, es gibt so etwas. Das ist ein Stall. Lass uns herausfinden. Er hat uns irgend so einen Marker gegeben. Schau mal. Ich gebe jetzt mehr Papier. Oh ja, hier ist er. Und was soll passieren? Ah, ein Funke. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die Jungs versuchen, einen Funken zu bekommen und ich schlage vor, die Tatsache zu feiern, dass ich Kapitän geworden bin. Hurra! Ich bin Kapitän! Wer bist du? Nun, was soll das? Das ist ein Freitag. Du Verrückter. Haben Sie Papier? Genosse Hauptmann, haben Sie Papier? Ja, habe ich. Tja, okay, ich habe die Jungs gefreut. Das Wichtigste sind Emotionen. Die sind hoch. Hat es euch gefallen? Ja. Papier. Ein echtes Team also. Hier haben wir Servietten drin. Warte, geht das jetzt? Versuchen wir es. Kurz gesagt, ist das ein Team. Achtung, ich sende. Ich gehe nach oben, um mich als Kapitän zu entspannen und auszuruhen. In 20 Minuten zum Abendessen. Ja, aber natürlich, Captain. Wir versprechen es. Das ist ja ein Team, das verstehe ich. Man kann sich verlassen. Also, Schiffsjunge, mach es. Sie sind für das Feuer zuständig und ich für das Essen. Echte Romantik. Jetzt werde ich ein bisschen pennen. Ich hoffe, das Team kommt mit Essen zurecht. Oh, Feuer! Es ist da! Nein, es ist wieder weg! Komm, bring mir Treibstoff! Jetzt, ich gehe! Servietten! Ich sehe keine Servietten! Ja, habe die Servietten nicht gefunden! Aber etwas anderes gefunden! Ein Stück Pappe und ein Logbuch! Ich bin mir sicher, niemand wird's vermissen! Oh, hier, schau mal, es brennt schon langsam. Es funktioniert. Übrigens, Abonnenten, ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Video 24 Stunden bekommen wir Piraten? Hä? Interessiert es euch oder nicht? Ich finde es eine coole Idee. Dort wird es möglich sein. Aber es wird wirklich so sein, so eine erwachsene Art und Weise. Schreibt es in die Kommentare. Nun im Allgemeinen, like dieses Video, damit wir wissen, dass ihr ein solches Meeresteam mögt. Yo, Bro, Feuer! Wir sind Meister, ja, Glut. Okay, fangen wir bald an. Serioga! Ja, Kapitän! Berichte die Situation. Das Feuer wird angezündet. Ich fange an zu kochen. Gut, mach's weiter. Also, Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich als Kapitän, das Wetter ist gut, aber hier zieht noch ein bisschen ungesunde Wolke auf. Also müssen wir über einen Aktionsplan nachdenken, wenn es anfängt zu regnen. Vielleicht kommt er mir in den Traum. Wir haben keine Regenschirme mitgenommen. Ich frage mich, ob unser Paarboot den Regen übersteht. Also, Glendick, wasche deine Hände. Ja, bitte. Jetzt meine. So.
Nun, im Prinzip ist Kohle nicht ansteckend. Im Gegenteil, sie reinigt. Ja, das dachte ich mir. Ich muss mir eine Kamera aufstellen, damit ich sie aufnehmen kann, wenn man plötzlich mein Schiff in Brand setzt, damit ich später Geld für Reparaturen verlangen kann. Also, ich nahm einen Topf mit allerlei Gewürzen. Fladenbrot, Teller, Tomaten, Sologuni-Käse. Pass auf, es ist sehr heiß. Also, Fladenbrot, ein Stück. Also, schneiden wir den Käse. Alarm, es brennt! Alles ist in Ordnung. Wir haben ein Backboot. Wir müssen vorsichtig sein. Ey, sei mal leise. Der Captain hört das gleich. Oh. Ey, unser Schiff wäre fast abgebrannt. Denk doch mal nur daran, Mann. Die Glut fing an stark zu brennen. Hier fällt so ein kleines Sandkorn von Glut dahin. Und dann ist da so ein großes Loch. Schau dir es an. Sei immer vorsichtig. Spielt niemand mit Feuer. Das ist sehr gefährlich. Das ist es. Ich koche weiterhin zu Laguna. Das ist für die Fische. Hier ist es. Ein Stück Fladenbrot. Platte. Oh, ich habe geschlafen. Wie geht es euch, Jungs? Es ist in Ordnung, alles gut. Ja, alles ist in Ordnung. Und was für Wasser wird geschüttet? Der Schiffsjunge hat die Böden gereinigt, damit es sozusagen sauber war. Ja, alles ist sauber. Was für ein gutes Team habe ich doch. Also, wie viel Käse ist genug? Ja, genug. Und wir werden 3 solcher Portionen haben. Mehr, ich esse mindestens 2. Okay, mehr. Ja, lass uns mehr abschneiden. Also gut, hier ist das letzte. Opa, großartig. Wow. Ich liebe geröstete Rinder. So mega viel. Schau, wie viel du gemacht hast. Und das war's. Jetzt 15 Sekunden von einer Seite, dann 15 Sekunden von der anderen. Und so 2-3 Mal. Und jetzt die andere Seite. Oh, das ging ja aber schnell. Kohlen sind echt heiß. Ich habe sie ja auch angezündet. Hey, Glendi, tritt zur Seite. Lass mich kochen. Ich bin immer noch der Koch. Und du räumst hier den ganzen Müll auf. Schau, wie der Käse herauskommt. Übermäßiges Essen, ich möchte drinnen. Es verbrennt schon. Kannst du ihn nicht rechtzeitig rausziehen? Was soll das, Mann? Diese Ränder sollten gebraten werden. Ich weiß genau, was du für ein Koch bist. Alles ist in Ordnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich bin schon empört. Das war's, wir filmen. Nun, legen wir uns hier hin? Ja, ich hol die Zange. So. Na, wie geht es euch? Der Grillkäse ist fast fertig. Ich rieche es. Schau, wie er sich ziehen lässt. Das war der von Sergej. So. Ja, danke. Gerne. Sergej, das mit den verbrannten Rändern ist deins, Bro. Wie du wolltest. Großartig. Ich liebe geröstete Rinder. Jetzt lass uns lecker essen. Glendik, ich habe beschlossen, mein eigenes Sologuni nach meinem Rezept zu kochen. Mit mehr Salz. Ich mag es sehr salzig. Vor allem im Grillkäse schmeckt das sehr gut. Natürlich haben wir hier ein komplettes Durcheinander. Jetzt muss hier nach dem Kochen aufgeräumt werden. Definitiv nicht der Koch. Die Hände müssen sauber sein. Was meinst du damit? Ich deute an, dass der Kapitän nicht die Drecksarbeit machen wird und nur er soll weitermachen. Oh Mann, ich musste nur einmal die Challenge verlieren und jetzt laufe ich hier rum wie so ein Schiffsjunge. Es sieht so aus, als würde es anfangen zu regnen. Schau mal, eine Möwe. Sie fliegt sogar mit Gegenwind. Ah, vielleicht können wir auch ein bisschen Brot geben. Die Möwe hat einen Fisch gefangen. Die Möwe hat gerade einen Fisch gefangen. Das kannst du nicht. Ich habe nicht mal angefangen, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass hier Fisch ist. Verdammt, es fängt an zu regnen. Also, zusammen. Glendik, lass uns fertig werden. Lass uns essen gehen. Regen? Dränge, dränge in die Kabine. Ja, warte kurz. Also, wir müssen den Grill erstmal jetzt löschen. Lösche das Feuer schneller und dann komm schneller her. Wir sind doch auf See. Nimm einfach eine Kelle mit Wasser und da rein. Ganz einfach. Und weiter. Glendik ist ein erfahrener Segler. Klar, ich bin 5 Jahre zur See gefahren. Und übrigens bin ich auch ein Lügner, aber war nicht böse gemeint. Es fängt stark an zu regnen. Schaut unser Schiff an. Was das ist Sturm. Sein? Leute, Sturmwarnung. Ich war nicht bereit dafür. Ich habe nicht über den Evakuierungsplan geträumt. Alle Hoffnung für unser Schiff. Alles wird gut werden. Leute, ich habe einen Plan. Welche? Wir essen einfach und tun so, als wäre nichts passiert. Großartig, komm schon. Alles okay, Serioga, das ist das. Aha. Das ist das. Extra salzig. Das ist unser einfaches Essen. Ah, oh, wie schön gebraten mit Kohle. Es ist wirklich cool geworden. Nun sitzen wir hier drin, bis wir anfangen runterzugehen. Mhm. Das ist ein echtes Team. Wie gefällt dir deins mit Tomaten? So viel saftiger. Glendik, du musst zugeben, dass unser Abendessen gerade eine neue Ebene erreicht haben. Ich stimme dir zu, voll. Und was wird im Teil 3 passieren? Ein Restaurant natürlich, das wird gut. Restaurant auf dem Schiff? Ja. Mist, du hast einen Einsatz erhöht. Es wird ein geheimes Spielzimmer mal geben. Übrigens, du hast versprochen, Brawl Stars im Wasser zu spielen. Mhm. Ich bin noch nicht im Wasser, also spiele ich nicht. Ich kann dir aber hilflich sein. Noch nicht, draußen regnet es, schlechtes Wetter. Ja, und dann wirst du sagen, dass mal 2 Stunden nach dem Essen nicht schwimmen darf. 2 Stunden nach dem Essen? Das ist Kubikhofsichtig. Vielleicht 2 Stunden vor dem Schwimmen? Ah, ja klar, vor dem Schwimmen. Oh Leute, wir haben ernsthafte Probleme. Unser halbes Boot wurde abgeblasen. Da steckt kein Stück aus dem Boot. Repariert es, Jungs. Das Klebeband, ganz schnell. Auf Pappe, neue Baumaterialien. Ja, repariert es. Stopp. Du musst es weglegen. Ja, richtig. Ja. Hochwasser beseitigt. Gut gemacht. Komm, ich gebe dir etwas Leckeres. Auf geht's. Komm schon. Hier, bitteschön, leckere Lutscherkaramell. Verpammelsbonbons. Nun, das soll Reisegerecht für den Himmel. Danke dir. Super. Warum jammerst du? Coole Mahlgemein. Kann man Käse so einfach essen? Ich denke schon. Hier sind Süßigkeiten und Käse. Mm. Die Kombination ist genial. Probier es aus. Befehl des Kapitäns. Gib her. Nein, nicht lecker. Schon wieder Regen. Alarm. Es ist schon härter.
Leute, meine Klamotten hängen doch auf dem Dach da oben. Lauf! Ja, klar. Oh Mann, es tut mir leid. Ich hol dich gleich runter, Baby. Ist schon fast trocken. Meine Shorts, mein Schlüpfer. Team, wir haben Regen, das durch dieses Fenster reinkommt. Genau hier. Hier muss doch irgendwo ein Handtuch sein. Es muss versiegelt werden. Wir haben Fladenbrot. Es ist nicht sicher. Und hier kommst du durch dieses Fenster auch durch. Was bleibst du da? Wir haben mehr. Was treibst du? Wir werfen dich gleich runter. Nicht. Hier ist noch Baumaterial. Ja, klar. Es wird nass, haben wir nicht etwas Gescheiteres? Alles wird gut werden. Verdammt, schneller! Es tropft viel! Versiegel es! Stopp, stopp, hier kannst du noch. Alles gut. Gut, alles komm gut. Schon. Ist das Donner? Ist das Gewitter? Donner? Es ist Donner, Jungs. Wir haben Zeus verärgert. Nun, du hast die Schildkröte gefüttert. Die Kröte falsch gefüttert. Also, ein Fenster wurde repariert. Kapitän! Was? Wir haben ein Problem. Welcher Art? Da ist eine Wolke. Was für eine Wolke? Oh! Oh! Leute, holt jetzt ganz dringend ihr Schwimmbesten raus und ich mache jetzt keine Scherze. So. Alle ziehen die jetzt sofort an. Ja. Das ist kein Scherz, unser Boot geht runter. Schaut mal, was hier los ist. Das ist einfach irgend so ein Hurricane. Das ist doch krass. Das ist so krass. Was ist da? Der Zaun ist einfach weggeflogen, Jungs. Lass es mich dir zeigen. Gewonnen. Nun, was machen wir? Ich schlage vor, abzuwarten. Leute. Ah, wir haben ein hartes Leck. Was werden wir tun? Wir haben drei Möglichkeiten. Die erste Bestellerin auf dem Boot zu rufen, die zweite Tee zu machen, der dritte Signal voll zu entzünden. Ich denke, die dritte Variante. Feuer! Nein, Leute, wir können das Ganze doch nicht so lassen. Das Schiff geht kaputt. Schau, es ist komplett verklebt. Verschwenden wir keine Zeit, machen wir Tee. Was für ein Tee, Mann! Lass uns schneller, schneller machen. Das ist unser krasser Captain. Hier hast du es. Wasserkocher, drei Tassen. Ja, Tee. Und dann nimm mal eine Zitrone. Zitrone. So, mach es zu. Fackel, wenn überhaupt, ist immer bereit. Wir werden innerhalb einer Minute gerettet. Unter der Gasflasche. Verdammt, Flat. Serioga, Wasser. Ja, Kapitän. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Heiliger Strohsack. Welcher Teil des Schiffes ist es? Unser Rumpf. Bist du sicher, dass du Tee willst? Ja, fülle das Wasserkocher. Die Wellen schlagen immer noch. Schauen wir uns also die Situation auf der Straße an. Unser ganzes Schiff ist nass. Serioga, du hattest auch eine Rauchbombe. Sie ist auch unter dir. Halten wir sie bereit. Leute, das Seil beginnt ein wenig durchzuhängen. Halt, halt sie, halt sie. Wow, schau mal, das geht hier an. Leute, ich werde das Schiff nicht ohne Tee verlassen. Akzeptiert und verstanden. Nehmen auf alle Fälle Wasser mit, damit wir es löschen können, falls was ist. Wen? Unsere Leidenschaft. Das ist unser Fenster, es ist undicht. Seht ihr die Situation einfach von dem Fenster an. Also, die Situation heißt sich auf. Die Ding ist noch stärker geworden. Wow. Wir sind gerade in einen richtigen Sturm geraten. Ist echt nicht lustig, Leute. Lass uns das Fenster reparieren, mit irgendwas zukleben, irgendwas machen. Schau dir unsere Tür an, sie ist undicht. Hier ist eine Kappe. Leute, es wird ohne Licht bleiben. Es wird blöd sein. Gut, Leute. Team, wir schaffen es. Mein Team ist das Beste. Wir haben überhaupt keine Angst, oder? Es ist überhaupt nicht beängstigend. Wir waren schon einmal in solchen Situationen. Wir sind hier Seeteufel, echte Haie. Oh, 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 das fließt. Wir saufen echt ab, Mann. Leute, wann wird das Wasser kochen? Ich mach Deckel zu, so geht's schneller. Leute, Leute, ein Like für diese Situation. Wasser ist schon überall, ich kann's fühlen. Glänzig, wieso hast du so viel Angst in deinen Augen? Weil ich echt Angst habe. Leute, mit so einem Kapitän wird alles gut, keine Sorge. Wirklich? Es macht auch mehr Spaß, Hauptsache Emotion. Und ihr werdet uns dabei begleiten. Und dann nimm mal eine Zitrone. Hey, also Ringe bitte. Serioga, gut gemacht. Eigentlich ein netter Koch. Oh, es kocht schon. Leute, ich liebe euch einfach. Das ist das beste Team. Schau dir diese Helden an. Das ist Glenn, Gewitter. Und das ist Nice Kack. Und ich bin fruchtloser Kapitän. Wenn der Wasserkocher zu heiß ist, nehmt ihr eine nasse Unterhose. Und es funktioniert. Gut. Ein echter Lifehack. Ich werde es verdünnen. Das Dach geht kaputt. Wir müssen uns wieder verstärken. Wir müssen herausfinden, wie wir die Fische füttern, wenn wir auf den Grund gehen. Wir haben doch viel Fladenbrot. Meinst du das ernst? Was für Fische in diesem See können uns essen? Denn wir wollten sie mit einem Köder fangen. Sie werden die Route sehen und denken, dass wir Fischer sind. Du, Serioga, schon. Ich stimme dir zu. Also Leute, schon etwas Tee hier? Eine ganz heiße Tasse. Gib mir mein Höschen wieder her. Wir sind alle nass. Das ganze Schiff ist nass. Das Dach kommt durch und alles fließt durch. Hier ist unsere Rettung. Jetzt, Jungs, unsere Tee austrinken und erscheinen, was zu tun ist. Gut. Ich nehme ein bisschen Fladenbrot. Nun, Freunde, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Mit welchen anfangen? Der schlechte. Wir stecken voll im Dreck. Wir haben gerade das ganze Schiff nass gemacht. Nur eine sehr, sehr starke Sonne wird uns retten. Wahrscheinlich nicht. Und die gute Nachricht? Nun, wir sind immer noch auf dem Wasser. Warum machst du solche Witze, Alter? Der Typ ist übrigens echt gut. Lass uns auf den Sieg anstoßen. Ja, übrigens schlage ich vor, dieses Ereignis zu feiern. Wir haben den Sturm überstanden. Ich habe noch Cracker, allerlei Deko. Sollen wir das feiern? Ja. Leute, es hat doch die ganze Zeit geregnet. Und das heißt, dass der Fisch jetzt nach oben schwimmt. Und wir können also angeln.
Angeln? Hör zu, lass dich ums Fischen kümmern und ich habe einen Vorschlag für Siruga. Ich habe einen professionellen Magneten dabei, um unten nach Schätzen zu suchen. Wir werden es hineinziehen am Seil und sehen, was magnetisiert ist. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir werden Herrn Krabs sozusagen die Schätze abnehmen. Naja, wie ihr wollt, ich gehe angeln. Nun, wir machen das beides gleichzeitig auf einmal. Ja, okay, es passt, okay. Es passt. Höchstwahrscheinlich wollten sie sagen, zwei Hechte gleichzeitig. Hier gibt's keine Hasen. Verdammt, cool, Jungs. Ich bin froh, dass wir den Sturm überlebt haben. Aber im Allgemeinen, schaut ihr her. Hier ist der Fest. Es hat uns von dem Flug gerettet. Und wir haben eine Truhe verloren. Oh, warte, warte. Überprüfe nicht ohne uns. Ja, dann kommt doch raus. Wir sind doch die Seewölfe. Also, Blech, alles im Wasser. Witz und Witz, es war ein trockenes Becken, jetzt ist es nass. Lustig. Nun ist es gut, dass wir gut vorbereitet waren und wir haben viele Schichten Pappe. Ich dachte, das ganze Schiff wäre so nass wie hier. Leute, der Kohle ist weg. Ja, hier ist eine große Reparatur und wirklich notwendig. Wir haben doch einen Captain und der ist zuständig für solche Sachen. Eigentlich bin ich der Kapitän und dafür haben wir einen Schiffsjungen. Also, der Schiffsjunge geht jetzt angeln und er hat dir alles gesagt. Mist, diese Seite ist wirklich beschädigt. Glendig holt seine Spinnrute raus. Aha. Schaut mal, was für ein Wunder passiert ist. Das Lenkrad ist komplett trocken geblieben. Lenkrad? Wie ist das überhaupt möglich? Also, die Temperatur ist auf 23 Grad gefallen. Holt die Magnete aus dem Schrank. Ja? Und ich werde sehen, was ich habe. Der Köder ist bereit. Wir können also anfangen zu fangen. Also, fangen wir an. Also, warte. Da ist doch ein Gerät. Ein Echolot. Ah ja, das Echolot. Natürlich. Vielleicht ist ein Magnet besser. Nein, ich angele. Komm schon, ruf mich. Also, schaut zu. Wir haben es zusammen mit Zurück hier aufgeräumt. Wir haben es hier mehr oder weniger so. Und Glenn sortiert immer noch sein Gadget. Also, hier ist der Magnet. Fassungslos, kann ich als Erster reinwerfen. Und? Ich traue diesem Echolot nicht. Es zeigt mir, dass es in 2 Meter Tiefe keinen einzigen Fisch gibt. Das ist doch Müll. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche dieses Echolot nicht. Das ist doch Schrott. Ich weiß, dass es Fisch gibt und ich werde sie fangen. Also, jetzt gib mir schon die Angel. Oh, erwischt. Schau, ich habe etwas eingefangen. Ich habe Muscheln gefangen. Wen? Nun, entweder Muscheln oder Muscheln, die ganze Familie. Schau, Krebstiere. Nach dem Sturm fühlt man sich irgendwie ein besonders, als wärst du ein Überlebender. Siriorga! Was, was? Ich habe hier eine Art Haken. Schau, da ist etwas Schweres. Wasserblasen. Leute, jetzt werden wir reich. Was ist das für eine Art Haken? Verdammt, Flott! Schau zu, das ist so eine Art Laterne von dem Boot oder sowas in der Art. Ich bin so geschockt. Hör zu, ich bin so glücklich, als auch traurig. Das ist ein Detail eines Schiffes, also ist hier jemand ertrunken. Verdammt, wir sind eigentlich sehr weit von der Küste entfernt. Von Menschen, von irgendetwas. Ich mach mir Sorgen. Leute, ich schlag vor, ein kleines Meeting abzuhalten. Ich stimme dir zu. Los geht's. Nun, Leute, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Gut, lass uns gehen. Also, Leute, wir haben beschlossen, die Rettungsfackel in Brand zu setzen und uns zum Ufer zu bewegen. Wir erklären die Gründe, während wir hier rauskommen. Kommen wir also nun zu unserer Rettungsaktion. Öffnen wir das Feuerwerk. Es sieht so aus. Schauen wir das hier ein. Halten wir es auf der Armenlänge. Naja, es bleibt nur Stift zu ziehen. Los geht's! Oh, was für ein helles Licht! Oh mein Gott! Rettet uns! Den hat ja bestimmt jemand am Ufer gesehen. Natürlich ist er so intelligent! Bitte! Hilfe! Hilf uns! Hilfe! Hilfe! Dann hoffen wir das Beste. Nun, es bleibt auf Hilfe zu warten. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich so ein professionelles Rettungsfeuerwerk einsetze. Nun ist gut. Es bedeutet, dass sie Glück haben, dass sie nicht in solchen Situationen sind. Oh, sie kommen! Sie kommen, schau! Sie retten uns! Wir sind hier! Wir sind hier! Wow, krass! Schau mal, er hat hinten sogar etwas angebunden. Das sind etwa 3 Sättler oder so ähnliches. Wir sind hier! Wir werden auf diesen kleinen Dingern fahren. Also, Siriorga, na, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, dann erklären wir alles und sagen es euch. Das ist es also, Boot. Alles. Los geht's. Ciao, Boot. Ciao. Tschüss. Tschüss, Schiff. Alles. Es gibt nichts, woran man sich festhalten kann, aber es scheint sicher zu sein. Das ist ja
habe ich nicht erwartet. Leute, gerade ist ein bezaubernder Sturz passiert. Aber keine Sorge, uns geht's gut, weil wir Unterhemd tragen. Wir haben uns einfach mitreißen lassen, um den Retter ständig gedrängt, schneller zu kommen. Aber sie haben völlig vergessen, dass diese Dinger sehr klein sind und keine Griffe dran haben. Aber es war cool. Aber manchmal ist es wegen Blender sein Bananenspringen. Alles. Wir sind auf dem Pier. Sicher. Glücklich. Fröhlich. Und jetzt ist es Zeit zu erklären, warum wir am Land gelangt sind. Es ist erstmal schon 20 Uhr. Das Boot ist nass und es bestand überhaupt keine Chance, dass es austrocknet. Es war einfach nicht sicher, die ganze Nacht drauf zu bleiben. Außerdem wird es höchstwahrscheinlich regnen. Schau, was für eine Wolke da ist. Wir haben dies aus Sicherheitsgründen getan, aber wir können Ihnen etwas versprechen. Und zwar, wir können Teil 3 aufnehmen. Es wird neue Challenges geben, es wird neue Durchhalten geben. Und natürlich checken wir auf jeden Fall das Wetter, damit wir die Nacht auf dem Boot verbringen können. Nun, dieses Video ist nicht weniger cool geworden. Wir haben den Sturm überstanden. Juhu! Unbedingt liken. Nun, das war ich. Mein Name ist Vlada 4. Gelernt. Serioge. Tschüss zusammen. Gelernt. Gepickt auf. Gelernt. Satt Papierchen. Gelernt. Gepickt auf. Gelernt. Satt Papierchen. Gelernt. Gepickt auf. Gelernt. Satt Papierchen. Ich sitze in meiner Labor und nicht in deiner Kirche.